Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Two Worlds 2. Ich bin es, Adam Simofix. Wir sind hier gerade in der Kanalisation unter Gandors Schloss, Leute. Harte Kämpfe warten hier auf uns. Ihr seht schon, der nächste Myrmidone, der uns hier fast schon wieder instant tötet. Und ja, wir versuchen hier gerade uns irgendwie hier durchzubewegen. Es ist nicht leicht, denn die Gegner sind wirklich sehr hart. Und ja, Gando ist natürlich hier in der Festung. Wir wollen ihn natürlich finden und ihn zur Strecke zu bringen. Um ihn zur Strecke zu bringen und natürlich unsere Schwester zu befreien. Im Weg stehen uns mal neben Gando auch noch unglaublich furchtbare Kreaturen. Ich meine, da sind diese Myrmidonen, sind ja noch die relativ leichten. So, Heiltränke, Leute. Das ist mal gut. Also, wem immer hier die Zelle gehört hat, Leute, der ist mir sympathisch. So, auch wenn ich mal schätze, der ist tot. Ich meine, das ist Gando, Leute. So, bitte lass da ganz viel Heiltränke. Ich brauche keine Magien oder was auch immer, ich brauche einfach nur einen Heiltränk. Nehme jetzt mal den mit, den von mir ist den Stab des Erznekromanten, nehme ich auch mit, weil ich ja so viel zaubere, Leute. Ich bin ja der Magic Zauberman. Alter. Sowas hasse ich an Tools. Sowas hasse ich. Ich liege am Boden, kann mich nicht wehren, back mich durch die... Ja, okay, dann kann ich eh neu laden, ich back hier eh fest. Alter, Speed back mich rein und ich kann mich nicht wehren. Das ist ja mal wieder schön. So, 7 Stunden, ich würde sagen, wir laden das hier in Erimos. Ach Leute, wann war das? 100 Jahre? So. Was ist der hier, 2049? War das der letzte Safe Game? 2049? Dann laden wir einfach mal. Nee, ich glaube, da bin ich reingekommen. Habe ich keinen danach? Nein, ich speichere doch so oft. Nein. Mann. Das kannst, nein. Ja, okay, Leute, das ist doch nicht so schlimm. Sind nur zwei von den Viechern mehr als gedacht. Das geht schon, also da kommen wir schon zurecht. Ich find's so nervig, dass wir hier so lange durch diese blöde Kanalisation müssen. Ganz ehrlich. Und ich finde es so nervig, dass hier überall diese merkwürdigen magischen Gestalten sind. Ich habe keinen Bock immer gegen diese ganzen anthropomorphischen Kreaturen zu kämpfen. Ich habe Bock gegen Menschen zu kämpfen. Für was haben wir unsere ganzen Stealth-Kenntnisse, wenn nicht in diesem Spiel irgendwie mal 5 menschliche Gegner sind? Und alle menschlichen Gegner, die sind Story-relevant und das heißt, man besiegt den Story-Quest, ohne irgendeinen Einfluss zu haben, dass man irgendwie stealthen kann oder so. So. Ich glaube, ich habe in diesem Spiel wirklich nur Wahns weggestellt. Ansonsten keinen einzigen Gegner. Also, ich musste dann denken, den ultimativen Heiltrank wieder mitzunehmen. So, down. Passt. Wartet mal. Nee, schade. Das ist mir so riskant. Das Blöde ist, dass schon wieder zwei von diesen Myrmidonen da sind. Wenn es immer nur einer von den Viechern wäre, dann könnten wir die so super immer besiegen. Aber naja, was erwarte ich? Ich meine, es ist ja nicht so, als wäre das schon... Der Myrmidon ist stärker als jeden Gegner, den wir bis jetzt irgendwie in dem Spiel getroffen haben. Also Standardgegner wohl nicht. Und jetzt sagt mir das Spiel einfach, das ist ein Standardgegner. Leute, jetzt weiß ich auch, wo ich die Myrmidonen wieder herkenne. Jetzt weiß ich es wieder. Das war der Typ, der Gandors Tower of Fang bewacht hat. Cool, da sind andere Sachen drin als beim letzten Mal. Und die sind noch schlichter. Super. Hat sich ja gelohnt. Jetzt wissen wir, wir dürfen nicht sterben, denn ansonsten kommen schlechtere Items. Schöne Aussicht. Hallo. Komm her, kleine Myrmidone. Bist ein guter. Vielleicht tust du doch mal deine Waffe raus, Hauptheld. Ist er deine Schwester mit dem Fußtritt? Ich glaube nicht. So. Und down. Komm. Ha! Das war der Fußtritt of Doom. Der Fußtritt of Doom. Der hat mal wieder zugeschlagen. Und da schon eine nächste kleine Myrmidone. Es war gerade blöde von mir zu speichern, ohne hinzugehen. Wenn er mich tötet, kann ich beide gleich nochmal besägen. Und dann werde ich weinen. Denn ich mag es nicht, gegen Myrmidonen zu töten. Das war immer ein Bossgegner, Leute. Ich will nur wohlgemerkt erwähnen. Das war einst ein Bossgegner. Im Tower Fang, wie gesagt. Und jetzt ist es ein ganz normaler Standardgegner. Ja. Kein Problem. Leute, komm. Was sind schon Myrmidonen? Ich meine halt, wir haben schon, nichts Schlimmeres in diesem Spiel. Ein persönlicher Teleport-Plattform. Yeah, kann ich in Innenräumen platziert werden. Welcher Typ das auch immer dahin getan hat, ist wirklich blöd. Leute, wir sind am Ende des Spieles. Wir werden dieses Ding nicht mehr benutzen, Leute.
Wir werden es nicht mehr benutzen. Wir bleiben hier auf Gedeih und Verderben heißt die Quest und genau das werden wir auch bleiben. Oh, mein kleiner Miri-Mode. Und das heißt, wir werden hier bis zum Ende bleiben und uns sicher nicht mehr wegteleportieren. Das heißt also, der Teleportstein, die hätten uns dafür auch, keine Ahnung, 1 Milliarde Gold geben können. Das hätte uns genauso viel gebracht. Du bist wunderschön meiner Attacke ausgewichen. Davon hasse ich dich. Alter, du blöd. Ah, da kommen jetzt ganz viele Gute. Okay, jetzt könnte es hart werden. Leute, jetzt könnte es hart werden. Ich habe den Myrimonen von die Hälfte des Lebens abgezogen. Was? Ich schlag schon wieder nicht. Die Typen backen mich immer in die Wand. So, der Myrimode ist schon mal down. Der Ghoul ist gerade, finde ich, das größere Problem, weil der gleich mit seinem Giftschaden kommt. Den Deus kann ich ja schnell besiegen. Die haben ja relativ wenig Leben. Bringt mir aber auch nichts, wenn er mich auf den Boden kickt. Leute, es ist hart, es ist schwer. Ich frage mich, wie Gandor dann eigentlich wird. Wird mich wahrscheinlich mit einem Schlag so brumm, und da. Verdammt, das habe ich viel zu viel Heiltränke genommen. Egal. Ich möchte wirklich sehr wenig Heiltränke hier nehmen, weil im schlimmsten Fall sterbe ich ein paar Mal und muss ein paar Gegner neu besiegen, als dass ich jetzt meine Heiltränke weghaue. So, weg. Und geschafft. Aber wenn man positiv denkt, wir sind schon mal ins Schloss. Achso, du lebst ja noch, mein kleines Hühnchen. Bleib ja liegen. So, und das sind nur 2 Ghule. Okay, die sollte man mit dem Leben schaffen. So, komm, ein anderer Ghul. Bam! Zacka. Boom! Oh, Leute, seht ihr, wie wunderschön wir hier unsere Nagagita schwingen. Heroisch, Leute, heroisch. Monströs, super doll. Und down und down und weg und nieder und down. So, den ultimativen Heiltrank nehmen wir uns auch noch mit. Cool, dass ich hier die Kisten weggehauen hat. Ansonsten hätte ich das wahrscheinlich gar nicht gesehen. Ein Profi-Schloss, das machen wir natürlich auch noch auf. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal ankommen, Leute. Ich möchte jetzt hier gegen Gandor kämpfen. Komm, wahrscheinlich sind wir halt so krass überlevelt. Ich muss mal eine Geschichte erzählen, wir haben ja eh Zeit. Na, verdammt! Mist. Schau dich an, alles sind schon perfekt in der Reihenfolge. Jetzt weg, alles weg. Na egal, zumindest wenn wir hier schon mal sind und, ach, hier ist einfach perfekt, noch ein bisschen Zeit haben, kann ich mal eine Geschichte erzählen. Der schwerste Bossfight, den ich jemals in meinem Leben hatte, war der Endfight von Terranigma. Der Fight ist echt nicht schwer, Leute, muss man echt sagen. Aber ich war für den Fight ungefähr, weiß nicht, 20 Level zu niedrig. Ich habe dem Ding wirklich immer so einen Schaden gemacht und er hatte so knapp 1000 Lebenspunkte. Also genauso war es jetzt nicht, aber er hat halt unglaublich viel Leben und ich war so dermaßen unterlevelt. Und ich habe für diesen Kampf ungelogen 90 Minuten gebraucht. 1,5 Stunden. Der Kampf kam wirklich in 10 Minuten oder so. Schauen. Ich sage da 1,5 Stunden, weil ich dem wirklich keinen Schaden gemacht habe. Und ich habe so das Gefühl, das wird hier bei Gandor ebenfalls irgendwie der Fall sein. Weil, boah, ja. Aber wir machen schon mal ein Level Up wieder. So, passt schon. Kriegen wir schnell. Jetzt sind wir schon fast Level 39 und ich dachte mit. Oh. Und dann kriegen wir 2 Punkte? Muss ich nicht verstehen. Aber egal, wir müssen eh alles auf Leben tun gerade. Also, Leben, Leben, Leben. Und Waffenschmiede, Waffenschmiede, Waffenschmiede. Waffenschmiede. Und dann können wir direkt hier unsere. Wo ist unser Nagagita? Na, Gagita. Schmieden. Ach, immerhin können wir hier so viel. Ich glaube, wir haben. Also, das Coole ist, selbst wenn jetzt unsere Ressourcen hier aufgebraucht werden, wir haben so viel Krimskrams im Inventar, dass wir immer noch weiter upgraden können. So. Wir müssen halt nur den Skill uns immer hier weitermachen. So. Okay, Leute. Was ist hier denn? Noch ein ultimativer Heiltrank. Oh, Leute, wir brauchen die echt. Was ist das? Cool. Sehr schön. Und einen mächtigen Mana-Schrank, den kann ich irgendwie nicht so gebrauchen, aber warum nicht? Ey, Leute, ich wette, es wäre so cool, wenn man Gandor nur mit Magie besiegen kann. Das wäre echt super. Dann könnt man aufgeben, Leute. Weil meine Magie so... Ich habe Magie, glaube ich, seit irgendwie Part 5 nicht mehr benutzt. Jetzt immer, weiß ich, Part 90. Ich freue mich drauf. Naja, geschafft ist geschafft, würde ich sagen. Und Leute, ich glaube, wir sind fast da. So, ich glaube, den Schalter muss man jetzt auch noch umlegen. Und der macht jetzt wahrscheinlich hier das Tor auf, dachte ich. Mir, so, wir sind gleich da, Leute. Der Weg war schon mal länger. Ich weiß nicht, ob das dann das Finale, also ob das das Ganze war oder ob wir dann noch weiter müssen, aber es sieht schon mal gut aus. Halbwegs. Okay, da kommen wir. Aufmachen. So, Sesam, öffne dich. Komm. Zack, bumm, zack, bumm.
Verschlossen, langweilig. Hier waren die Zellen, wo wir einst eingesperrt waren, da bin ich mir fast sicher. Na Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Und nun, schauen wir mal, wo der nette Gandor ist, Leute. Gandor, ich vermisse dich. Wo bist du? Ach nee, Leute, das war der Gang. Hier ist der Gang, Leute. Das war der Gang, den wir einst beschritten sind. Dies ist genau der Gang, Leute. Ich erkenne es, Leute. Ich erkenne es. Das war, wo alles begonnen hat. Hier waren wir. In dieser Zelle, glaube ich sogar. Dann wurden wir von Roktor und den anderen befreit. Und so hat alles begonnen. Ja, ja. Eine lange Zeit ist es her, wo Roktor und die anderen Orks uns befreit haben. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben nun eine Chance, Gandor zu besiegen. Naja, schauen wir mal, ob das so leicht wird. Vielleicht sind wir auch hier die Treppe hochgegangen, das kann sein. Aber zumindest insgesamt, wisst ihr, was ich meine. So, gut, ein kurzer Lag später geht schon wieder weiter. Der Herrscher erwartet dich bereits. Nenn mir einen einzigen Grund, warum ich dir trauen sollte. Also dann, führ mich zu deinem Herrscher. Hast du mich sehr vermisst? Was machst du denn hier? Das wird nicht die letzte Überraschung sein, du wirst sehen. Dann gehen wir. Lasst uns jetzt allein. Ich bin sehr froh, dass du zu uns stoßen konntest. Aber nicht so froh wie ich. Kira! Oh. Wir waren so lange getrennt. Ich bin so froh, dich wiederzusehen. Kira, das ist ja... Es geht dir gut. Nicht wahr? Und es ist Gandorhas Verdienst. Aber Kira, was... Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Schaffst du das? Also, das fällt schwer. Versteh doch, man hat dich die ganze Zeit belogen. Euch beide. Kira, die Zeit drängt. Du musst das Ritual beenden, bevor Aziral sich befreien kann. Haltet sie Wie ich sehe, sind bereits alle versammelt. Das ist ausgezeichnet. Kassara, Gandorhar, Gandorhar überlässt du am besten mir. Nein! Sie spielt ein falsches Spiel! Seid still, alle beide. Die Zeit der Offenbarung ist gekommen. Genießt das Privileg, die Wiedergeburt des einzig wahren Gottes zu erleben. Meines Gottes. Aziral. Aber das kann doch nicht... Schweig gefällig! Kniet nieder und huldigt Aziral. Besänftigt seinen Zorn über die verlorenen Jahrhunderte. Durch mich wird er seine Freiheit wiedererlangen. Nein, das darf nicht geschehen. Ich hätte Aziral niemals nach Antalor bringen dürfen. Wenn er frei ist, wird alles Leben erlöschen.
Nicht alles Leben. Die Tiere, ja. Elfen, Zwerge, Orks. Und ihr Menschen werdet untergehen. Aber eine Rasse wird sich zu ihrer vorherbestimmten Herrschaft aufschwingen. Meine. Was redest du da? Wer bist du? Geh! Nimm deinen Bruder und das Orkmädchen. Bereite den Sarg vor. Geh jetzt! Du wirst dein Drachenblut vergießen und das Schicksal deines Gottes besiegeln! Kira, was ist denn? Es ist Aziraal. Er versucht, sein Gefängnis zu verlassen. Es kostet mich zu viel Kraft. Wir müssen das Ritual durchführen. Ich verstehe nicht. Aziraal hat Gandhar von Anfang an benutzt. Sein Ziel ist es, Verita freizusetzen. Mit Verita will er alles zerstören, was wir kennen. Bis hin zu den Erbauern unserer Welt, damit er eine Welt nach seinem Vorbild erschaffen kann. Der Feuergott ist hungrig. Er hasst die bunte Vielfalt in Antalor. Nach seiner Vorstellung soll alles, was sich bewegt, ihm gleichen. Wie auch das Feuer alles gleich macht. Und Gandhar war zu machthungrig, um Aziraals Beweggründe zu erkennen. Aber Kassara... Kassara wusste, dass Gandhar ohne dich seine eigene Lebenskraft brauchen würde, um mich am Leben zu halten. Verstehst du nicht? Sie dient Aziraal und Gandhar würde geschwächt sein, wenn sie zu ihrem finalen Schlag gegen ihn ausholt. Jetzt bleibt uns nur eines übrig. Wir müssen versuchen, Aziraal aufzuhalten, wenn es nicht schon zu spät ist. Hast du eine Ahnung, wie wir das schaffen sollen? Mit dem gleichen Sarkophag, den uns die Götter vor vielen Jahren sandten, um Aziraal zu verbannen. Komm mit mir, wir haben wenig Zeit. Leute, damit haben wir jetzt eindeutig nicht gerechnet. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wir haben zwar gehört, dass Aziraal Gandhar ausnutzt, aber ich dachte, Gandhar ist jetzt immer noch halt darauf aus, uns zu töten. Aber Leute, Kassara, die... Alter, mir ist ja erstmal die Kinnlade heruntergefallen. Ist sie vielleicht ein Drache, ein Dämon? Hä? Ja, so ein kleiner Drache ist sie schon, Leute. Leute, nun heißt es, noch einmal warten und morgen, zumindest bei euch, werden wir uns dem Finale von Two Worlds 2 widmen. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr seid es auch. Beim nächsten Mal kommt das Finale. Ich schätze mal, gegen Gandhar müssen wir nicht kämpfen. Sondern gegen Kassara und im schlimmsten Fall sogar Aziraal. Wir müssen ihn stoppen, ansonsten wird Antalor zerstört. Leute, ich war's, euer MC Mafix. Und bis zum nächsten Mal mit Two Worlds 2. Ciao.